Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum T-City Magazin. Wir sind heute zu Gast in der Karlstraße 13 in Friedrichshafen. Hier befindet sich im ersten Stock die T-City Repräsentanz. Die gemeinsame Zukunftswerkstatt der Deutschen Telekom und der Stadt Friedrichshafen hat hier quasi ihr Zuhause. Wir stellen Ihnen heute die Menschen hinter T-City vor. Modern, dynamisch und kreativ. Hierfür steht T-City Friedrichshafen. Wir haben ja ganz bewusst dieses gemeinsame Projektbüro eingerichtet, um einfach kurze Wege zu schaffen. Und das ist auch ein Erfolgsfaktor in unserem Projekt gewesen. Neueste Informations- und Kommunikationstechnologie wird durch zukunftsweisende Projekte den Bürgern näher gebracht. Im Innovationsprojekt ist man natürlich gefordert, möglichst breit aufgestellt, auch die innovativen Medien zu nutzen. Auf der einen Seite unsere eigene Homepage natürlich betreiben. Wir bedienen uns aber auch der gängigen Plattformen, sei es Twitter, sei es YouTube, sei es Facebook, wo man unter T-City entsprechende Einträge findet. Es gibt 6 Projektfelder, von Verkehr über Kultur bis hin zu Wirtschaft und Arbeit. Alle Bereiche des Lebens in Friedrichshafen. Ja, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres Projektfeldleiter Gesundheit und Betreuung. Und ich versuche jetzt, die Kontakte herzustellen, die notwendig sind und die Projekte, die bereits laufen, zu betreuen und unter Umständen ein neues Projekt anzuschieben. Berufsanfänger haben ebenfalls die Möglichkeit, bei T-City Friedrichshafen mitzuwirken. Wir sind praktisch seit dem letzten Jahr auch Ausbildungsbetrieb. Aktuell sind in der Ausbildung anwesend bei uns 3 Auszubildende. Bürger, Unternehmer, Schüler, Stadtverwaltung, Wissenschaft und Medizin arbeiten gemeinsam für ihre Stadt. Man hat von jung bis alt, von sozial engagierten bis wirtschaftlich orientierten Menschen hier wirklich rund alle mit im Boot und arbeitet mit ihnen zusammen. Die T-City-Repräsentanz ist Anlaufstelle für interessierte Bürger und Bürgerinnen. Wenn jetzt jemand Fragen zu Equipment oder zu Technik hat, kann er die bei uns loswerden. Wenn er Projektideen hat, kann er die mit uns besprechen. Einen positiven Effekt hat das Gesamtprojekt T-City jetzt schon. Friedrichshafen wird auch über die Grenzen Baden-Württembergs als zukunftsträchtige Stadt wahrgenommen. Soweit der Blick hinter die Kulissen von T-City. Wenn Sie mehr über die gemeinsame Zukunftswerkstatt der Stadt Friedrichshafen und der Deutschen Telekom erfahren möchten, können Sie sich entweder im Internet informieren unter www.t-city.de oder Sie schauen hier in der T-City-Repräsentanz vorbei in der Karlstraße 13 in Friedrichshafen. Bis zum nächsten T-City-Magazin.